Grüß Gott, liebe Freunde. Viele Grüße hier aus dem wunderschönen Sachsen bei Plauen von der Talsperre hier in Pöhl. Ich bin auch zum ersten Mal hier. In Pöhl waren wir öfter. Da haben wir den von der Jugendherberge gekannt, den Talitz. Und zwar, ich wollte euch sagen, Jeremia 15, Vers 16. Wer mein Wort ist, bei dem Wort, ja, wird Freude und Wonne sein in meinen Herzen. Und wer das Wort ist, das ist natürlich das Wort Gottes zu konsumieren, das ist große Gnade, ja, bei dem zu wissen, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alles so wunderbar gemacht hat. Ich möchte mir auch hier nochmal bedanken für die vielen Grüße aus Afrika und Gebete und Verbundenheiten. Und bevor ich mich bei jedem melde, möchte ich einfach hier nochmal eine Nachricht schicken. Hier, wir verteilen hier im Blauen. Heute Abend kommt der Dieter, da haben wir Fragen beantwortet, biblische Fragen und Antworten neben der musikalischen Begleitung von Bruder Falk, wo wir uns auch sehr drauf freuen. Ich war vorhin noch beim TÜV, bei der Nachkontrolle, weil vor der Afrika-Reise habe ich das nicht mehr hinbekommen, habe da die dritte Bremsleuchte ausgetauscht und hat es Gott sei Dank gut geklappt, dass 2 Jahre wieder Ruhe ist. Und ich habe sogar gesehen, dass die ersten hier schon geschwommen sind hier in Pöhl. 18 Grad soll das Wasser sein, von daher geht es vielleicht gleich ins Wasser, nochmal eine halbe Stunde Ruhe, bevor wir dann zu Prüfgästen gehen. Später ist dann der Büchertisch im Blauen und nächste Woche die katholischen Kirchentage in Erfurt, wenn wir das auch verbinden, aber vorher werden wir Anfang der Woche nochmal auch in Tschechien sein. Ja, wer die Bilder auch mitbekommen hat von Afrika, der kann sehen, wie doch einfach andere Lebensumstände hier vorhanden sind und wie man einfach mehr Lebenskomfort hat. Für mich war es erst immer wieder Nacht. Vorgestern war ich ja im Flugzeug. Gestern war ich dann von Paris mit dem Auto unterwegs. Und dann heute Nacht konnte ich hier in Vogtland übernachten. Das erste Mal wieder bei ordentlichen Temperaturen. Das ist schon ein Segen, wenn man nicht bei 40 Grad einschlafen muss. Ansonsten bringt es natürlich zum Nachdenken, wie die Menschen da in Afrika doch so halbwegs glücklich leben können, obwohl sie so wenig haben und auch relativ gut zusammenhalten. Was mich auch diesmal besonders gewundert hat, dass die Kinder da auf die Eltern sehr gut horchen und dass es kaum Diskussionen gibt. Das hat mich bei dieser Reise also sehr bewundert. Ich war ja auch bei einigen Familien und wenn da die Eltern sagen, dass sie das und das tun sollen, dann ja, wird es ohne große Diskussion nahezu erledigt. Und das ist ja in Deutschland oft anders, da auch wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Ich habe oft rebelliert und war ungehorsam. Aber ja, das hat mir einiges zum Gedenk auch mitgegeben. Ich freue mich bei denen, die es auch hier tun, wo Eltern und Kinder auch ein freundschaftliches Verhältnis haben, wo man gut miteinander umgeht. Ich glaube, ich muss dann noch viel lernen, auch viel Geduld. Das ist einer dieser Dinge. Die Literatur war wieder schnell weg. Wir hatten ja fast eine Tonne dabei gehabt. Waren wieder viele Pastoren und auch Evangelisten da, die auch ein Stück bekommen hatten. Aber ansonsten hat man auch unheimlich viel verteilen können hier, wie ihr es auf die Videos sehen könnt. Ich war auch diesmal in 3 Schulen dürfte ich unterrichten. Das ist auch immer mehr geworden. Ja, wenn es wieder eine Reise geben sollte, dann gibt es vielleicht auch eine Evangelisation. Mal schauen. Wo ich von Paris dann gewesen war noch, vorgestern, hatte ich auch eine Frau aus Togo kennengelernt. Auch da gibt es Verbindungen vielleicht dazu unterstützen mit einem Container. Auch ein Bibelschulfreund, den Dio Ebengo in Afrika, in Kongo, in Kinshasa, dass wir da auch was starten können. Danke für alle Gebete, Verbundenheit. Der Herr Jesus Christus segne sie. Ja, Gottes Wort essen, wie es in Jeremia steht, 15, Vers 16. Danke, Gottes Segen und Shalom.